Eine weitere schöne Sache übrigens, weil ich das vorhin mal gesagt habe, am Science Slam ist übrigens der brandende Applaus, der gleich lostobte, wenn ich euch unsere letzte Slammerin des Abends ankündige. Denn auch sie hat natürlich eure volle Unterstützung verdient. Sie ist E-Learning-Designerin aus dem schönen, ich weiß gar nicht, ob es schön ist, sagt sie mir vielleicht gleich noch, bestimmt ist es super schön, Fischbeck. Das liegt in Sachsen-Anhalt, wer es nicht weiß, zufällig. Sie hat allerdings Mathematik studiert, das hat auch mit diesem Vortrag zu tun, deshalb erwähne ich es. Und dieser Vortragstitel, der ist so schön und so poetisch und philosophisch, dass ich fast vergesse, dass es dabei um Mathe geht. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und jetzt möchte ich euch hören, und zwar richtig laut, bitte, für Rosalie Eberhardt. So, also diesen Titel, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, das ist der Titel, den habe ich jetzt nur für diesen Vortrag gemacht. Intern läuft es nämlich ein bisschen anders. Wenn ich mit Freunden darüber spreche, sage ich, hey, ich habe was ganz Tolles gefunden, und zwar die Weltformel. Und ich weiß, das klingt immer so ein bisschen größenwahnsinnig, wenn man das sagt, aber jeder von uns hat ja so eine kleine persönliche Weltformel. Naja, schauen wir uns mal an, was da dahinter steckt. Und zwar, jetzt hat, Entschuldigung, gleich gescheitert, nochmal, jetzt hat. Also, schauen wir uns mal in der Biologie um, also ich klaue mir jetzt gerade was aus der Biologie, die Zellteilung. Eine Zelle wird geteilt durch zwei, durch zwei, durch zwei und dadurch verdoppeln sich die Anzahl der Teile. Also 1, 2, 4, 8, 16, 32, immer mal 2. Ich habe das jetzt mal so aufgeschrieben und immer zwei Schritte nach rechts gerückt und dann diese Zahlenkolonnen vertikal aufaddiert. Und es sieht jetzt ziemlich wild aus, aber das wird sich jetzt noch klären. Wir schauen uns mal im Detail an, was bedeutet dieses Aufsummieren hier. Und zwar immer 6 plus 5 ist 11, 1 anschreiben, 1 gemerkt. 5 plus 1 ist 6 und 2 plus 8 ist 10, 0 anschreiben, 1 gemerkt. Das heißt, dieses vertikale Aufaddieren, das wird uns noch ein paar Mal begegnen. So, und das gilt eben nicht nur ganz da vorne, sondern das gilt auch irgendwo da mittendrin und weil es nämlich eine unendliche Anweisung ist, auch an der 1.000.000. Stelle. Das alles habe ich mathematisch bewiesen, aber das erspare ich euch hier, wohlweislich. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Denkt man sich, naja, gut, das, so sieht das jetzt mathematisch aus. Wir Mathematiker sagen, das ist eine unendliche Summe über diesen Term. Und ich pflücke euch das mal ein bisschen auseinander. Dieser griechische Buchstabe, dieses eckige E, heißt Sigma. Und der ein oder andere kennt das vielleicht aus Excel, ja, dieses Summenzeichen. Das ist das Sigma und das heißt einfach nur, ich summiere etwas auf. Deswegen Summe ist bla bla bla. Und ich habe da eine Laufvariable, das N. Das N läuft über alle Zahlen, 0, 1, 2, 3, 4, 5, bis in die Unendlichkeit. Also ein Langstreckenläufer, der durch alle Zahlen läuft. Und überall in dem Term, also das, was dahinter dem Sigma steht, wo ein N steht, setze ich dann zuerst die 0 ein, dann die 1 ein, dann die 2 ein und dann summiere ich diese Einzelteile auf. Und ich bin gespannt, ob du dir jetzt eine Frage fürs Publikum da rausschreibst. Das wäre fies. Also, und in dem Term steht es eben drinnen, dass eben immer diese Potenzen drin sind und weiter hinten steht drin mit diesem 10 hoch minus 2 minus 4, dass es immer nach rechts geruckt wird, wie ich einfach mal so auf die Schnelle behaupte. So, das Besondere ist, diese lange Ziffernfolge, die ihr da oben gesehen habt, die wiederholt sich nach 42 Stellen. Es ist periodisch. Und wenn ich jetzt sagen möchte, okay, ich habe hier eine Anweisung, kann ich das denn auch als Zahl schreiben? Kann ich das jemals berechnen, was da tatsächlich für ein Wert ist? Ja, kann ich, sonst würde ich es nicht sagen. Und zwar ist das der sogenannte Grenzwert. Kennt vielleicht der ein oder andere noch aus der Analysis. Und auch hier muss ich leider in der Formelkiste ein bisschen kramen, aber ich erspare euch die Details. Das glaubt ihr mir jetzt auch einfach mal. Da habe ich den Quotienten 1/50 und am Ende steht da 1/98. Da fokussieren wir uns drauf. Das brauchen wir jetzt. Wir haben also herausgefunden, beziehungsweise ihr glaubt mir, dass diese Abbildungsvorschrift... Ah! Sorry!
Da, dass diese Abbildungsvorschrift gleich 1/98 ist. Und 1 durch 98 ist eine ganz konkrete Zahl, die man ausrechnen kann, je nachdem, wann man geboren ist und wo man geboren ist, auf verschiedene Art und Weise. Ich habe es damals in der Schule so gelernt. 98 geht 0 mal in 1, ich ziehe eine 0 ran, dann geht es auch 0 rein und dann geht es einmal rein und dann 0 und dann 2 und so rechne ich weiter, bla 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 bla. Und das habe ich euch hier vorbereitet, weil 42 Stellen das dauert. So. Zack. Magic Stick. Jetzt spiele ich auch Harry Potter. So, also 42 Stellen lang und da unten, wer ganz gute Augen hat, sieht man die 10. Und die 10, die hatten wir schon da ganz oben. Und das bedeutet, wenn der Rest der gleiche ist, dann fängt diese Zahlenreihe, diese 42 Stellen, wieder von vorne an. Wir haben uns jetzt also von zwei Seiten genähert. Einmal mit einer Vorschrift und einmal mit einem Bruch. So. Jetzt muss ich hier klicken und dann geht es weiter. So, und jetzt die große Frage, die uns alle brennend interessiert. Geht es denn nur mit der 1 oder auch mit anderen Zahlen? Ja, schauen wir mal. Mit 2 ist langweilig, weil die ist in der 1 mit drin, das Doppelte von 1. Wir gucken uns die 3 an. Machen genau das Gleiche wieder. 3, 6, 12, 24, bla bla bla. Ihr kennt die Chose. Wir addieren das Ganze spaltenweise auf. Zack. Und dann haben wir da wieder eine andere Zahl. Eine lange Ziffernfolge. Und jetzt habe ich mal Folgendes gemacht. Und zwar habe ich diese beiden Ziffernfolgen übereinander gelegt. Sieht super aus wie die Matrix. Und dann auseinandergeschoben. Und an einer Stelle sind sie deckungsgleich. Das bedeutet, diese Dreiersumme ist ein Teil dieser Einsersumme. Wow, wäre jetzt nicht schlecht oder so. Okay, ich weiß, es kann sich niemand, nicht alle, jeder für Mathe interessieren. Gut, und dann habe ich nach weiteren Zahlen gesucht. Und die 9 ist auch drin, 9, 18, 36 an einer anderen Stelle. Und dann habe ich weitergesucht. Yes, ja, ihr seid super. Aber die Animation spielt nicht ab, jetzt. Die 11 ist drin. Und die... Zapperlaut, 13 ist drin. Die 13 ist drin. Wow, wow. Und es geht weiter. Und dann habe ich mir das hier, eigentlich wollte ich ja Bingo spielen, aber dazu reicht die Zeit leider nicht, deswegen jetzt auf die Schnelle. Also ich bin dann alle Zahlen durchgegangen und ich habe sie alle gefunden, außer die Vielfachen von der 7. Oh, genau, dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Und wie habe ich das gemacht mit den Vielfachen von der 7? Naja, altes Spiel. Ich habe einfach wieder diese Vorschrift genommen, habe das aufaddiert und dann kam da eine neue Zahlenreihe. Und zwar 7, 14, 28, 57 und so weiter und so fort. Also die 7er hat eine ganz eigene Zahlenreihe. Yes, ihr seid super. Und die ist dann periodisch mit 6 Stellen. Okay, das sollte kein Zauberstab sein, das sollte nur die Animation befeuern. So, und dann habe ich eben gesucht, was ist jetzt mit der 21, ist da auch drinnen? Ja, ist auch drinnen. Um es kurz zu machen, alle Vielfachen von der 7 sind da auch drin, außer die 49, die ist nicht dabei. Gehen wir auf die Suche. Gleiches Spiel nochmal. Also langsam merkt ihr, ist dann immer irgendwie das Gleiche. So, wunderbar. Wieder verdoppelt und so weiter zur Seite geschoben. Das habt ihr inzwischen drauf. Und genau, dann habe ich eine 0,9. Ja, gut. Also, wir fassen zusammen. Alle unter 49 sind da. Und jetzt interessiert uns natürlich brennend, ja, und alle Zahlen über 49, sind die denn auch in dieser Zahlenfolge drin? Und was denkt ihr? Ja. Jawohl, und zwar alle an der gleichen Stelle mit Modulo 49. Was das ist, erkläre ich euch gerade nicht, weil mir die Zeit fehlt. Glaubt mir einfach. Aber ich habe ein Beispiel genommen, und zwar habe ich jetzt einfach mal... Na? Jetzt. Oh, hier, 52 Modulo 49 ist nämlich 3. Und die 52 beginnt also an der gleichen Stelle wie die Dreierreihe. Ah! Entschuldigung. Ich fasse also kurz zusammen. Oh, schon wieder.
Also das mit der Animation muss ich noch üben, sorry. Wir haben also jetzt drei Summen gefunden. Ein 98stel, auch eine gute Frage. Siebenmal ein 98stel, also ein 40stel und ein halb. Und dann bin ich an dieser Stelle, an diese Theorie gekommen, ein halb gleich 0,49, ein total spannender Punkt. Denn ein halb ist nämlich gleich 0,49, kann man auch umformulieren, ist 1 gleich 0,9. Und dann bin ich nach meinem Vordiplom zu Professoren gerannt, habe gesagt, ich habe da eine super Theorie und so weiter und schaut und die endet dabei mit 1 gleich 0, Periode 9 und mein ganzer Enthusiasmus. Und dann haben die gesagt, nö, stimmt nicht. Meine ganze Theorie wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Ich total frustriert, ja, total frustriert, habe meine Sachen in den Keller gepackt und habe gesagt, ihr könnt mich alle mal, Entschuldigung, es wird aufgenommen. Und wusste nicht, wie ich weitermachen soll. War wirklich total verzweifelt. Und an so einem verzweifelten Abend, Jahre später, schaue ich fern, eine Arztserie, die euch vielleicht bekannt vorkommt. Bereit halten. Richtig oder falsch? 0, Periode 9 gleich 1. Augenblick. Wenn 3, Periode 9 gleich 4 Periode ist. Falsch. Nein, richtig. Mal 10. Nein, Augenblick, ohne sich noch. Oh, Schmidt. Richtig, es ist richtig, hier. Also die Professoren haben das nicht gewusst, aber die haben es gewusst, gell? Ich habe natürlich gleich auf Wikipedia nachgeschaut, ob es tatsächlich stimmt. Und Wikipedia ist nicht ganz so schlecht wie sein Ruf, ja? Und da habe ich tatsächlich einen Beweis gefunden, ein paar kompliziertere, ein paar einfachere. Ich gebe euch den komplizierteren, Spaß natürlich den einfacheren, der ein bisschen billig ist, aber es funktioniert. Und zwar 1 gleich 1 wird niemand bestreiten, oder? Hm? Gut. Ich teile beide Seiten durch 3, dann habe ich ein Drittel gleich 0, Periode 3 und multipliziere sie wieder mit 3. Und was habe ich, wenn ich das wieder mit 3 multipliziere? 1 gleich 0, Peri 9, Quad erat demonstrandum. Wunderbar. Also. Oh Gott, die Zeit ist um. Nein, ich muss doch nicht zum Gas zeigen. Darf ich noch? Ist meine Zeit um? Entschuldigung, ich habe zu viel gelabert. Also, und dann muss ich jetzt noch ein Invers finden. Was das ist, das glaubt ihr mir jetzt einfach auch, ja? Also ich habe das jetzt mal als Säulendiagramm dargestellt und in diesem Säulendiagramm, das ist total wichtig, ich danke dir, bin dir unendlich dankbar, in zwei Hälften aufgeteilt, da gespiegelt und jetzt. Also die zweite Hälfte dieser periodischen Reihe ist das Invers zu der ersten Hälfte der Reihe und gibt zusammen das neutrale Element von 0, Periode 9. Und jetzt glaube ich, muss ich abbrechen, gell? Aber das war's eigentlich. Oh, Dankeschön. Also hier kommt nämlich die Zusammenfassung, höchstens eine Minute noch. Wir haben es also aufaddiert, haben es als Säulendiagramm dargestellt, dann habe ich die zweite Hälfte dieser Periode genommen, habe sie zusammenaddiert und dann sieht das Ganze so aus, wenn man das als Säulendiagramm darstellt. Bis hierhin ist alles in einem Paper mathematisch bewiesen, dass ich euch jetzt erspare, dass ihr mir jetzt einfach glaubt. Und jetzt, woran erinnert uns das? Diese Darstellung hier. Und jetzt kommt totale Fantasie, aber ich finde es einfach poetisch und schön. Und zwar, ich denke mir, wenn wir von der reinen Mathematik weggehen, das könnte doch eigentlich sowas sein, so ein DNA-Strang, oder? Pure Fantasie, aber ich finde es schön. Ja, wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die extra Zeit. Rosalie Eberhard.